Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr könnt natürlich auch beim lieben Philo Limits vorbeischauen, denn wir machen heute einen kleinen Switch. Ich fahre heute die F900 von ihm, die relativ nice gemoddet ist. Was haben wir hier alles? Erzähl mal. Uff, also wir haben Mapping von RS2E, serienmäßig halt Quickshifter Blipper. Geil, ja. Hier drüben, ne? Durch das Mapping ist es halt nochmal wesentlich besser. Ich habe eine kurze Übersetzung. Ich habe vorne anstatt 17 Zähne auf dem vorderen Ritzel habe ich 15. Geil. 190er Michelin Road 5 hinten drauf. Eskalation. Durchsichtigen Kupplungsdeckel. Habe ich schon gehört und ich habe gehört, der ist von AliExpress. Also wenn das Ding hält, Alter, krank. Hier ein SC Project SR1. Der sieht auch richtig geil aus, Alter. Das Einzige, was mich stört, ist hier der Sammler. Wir haben einen wunderlich Heck auf kurz montiert. Das heißt, wir haben sondern das ist einfach nur ganz kurz. Einen 807 mm breiten Magura-Lenker. Nice. Eine Magura HC3 Race-Bremspumpe. Was für ein Motor haben wir hier? Das ist ein Zweizylinder. 900 Reihe. Kubik. Genau, Zweizylinder-Reihe, 900 Kubik. Ne? 105 PS. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal auf und gucken mal, was das Ding so kann. Du hast hier bestimmt noch ganz viele Modi und so, ne? Ja, BMW genau. Immer so kompliziert. Die Sache ist, nö, eigentlich nicht. Eine Ewigkeit später. Oder voll kompliziert, let's go. Was ich jetzt schon mal sagen muss, meine Füße sind definitiv höher als bei der XSR. Ja. Und ich komme definitiv nicht in den Neutralen. Ja, das ist modellspezifisch leider jetzt mal so ein Problem. Vergleich, tu mal deinen Fuß hoch. Alter, guck doch mal. Guck mal, wie viel höher ich bin. Du bist locker so 5, 6 cm höher. Definitiv. Und das ist halt direkt automatisch mehr Racing-Feeling. Also direkt bist du in so einer aggressiveren, ja, Körperhaltung eigentlich schon. Ja. Dass du halt mehr vorwärts willst, ne? Und du liegst halt mehr auch auf dem Vorderrad, finde ich. Das heißt, ja, das stimmt. Die Gewichtsverteilung hier bei dem Motorrad mehr vorne. Also mehr Gas geben, mehr schnell werden. Jetzt hast du das Sporttacho. Ach, geil. Sporttacho, Leute. Ganz da wichtig. Da kannst du einmal halt die Bremswirkung und die Traktionskontrollwirkung halt sehen. Also dann für los. Die Technik-Nerds, die da sich drauf aufgeilen, ne? Ich sehe schon den Micha. Ganz interessant. Ja, ich auch. Oh, ansonsten geht die sehr direkt ans Gas und schon aus der Gewohnheit her schalte ich die ganze Zeit schon mit der Kupplung, aber wir haben ja hier Blipper und Quickshifter dran. Das heißt, ohne die Kupplung zu bedienen, kann ich hier auch schalten. Mega entspannt. Das Geile ist, der gibt auch automatisch Zwischengas. Ja. Und hört euch den Klang an, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Oh, Junge, das macht so Bock. Einfach nur mal so, das ist hier nicht mal, ich habe ja nicht mal durchgeladen oder so, war jetzt ganz entspannt. Aber ja, allein den Blipper und den Quickshifter zu benutzen, Alter, macht das Laune. Also ist das Original auch so angenehm, ja, oder? Also echt? Ja, das ist das Problem, nee, eben nicht. Bei dem Zweizylinder ist das Original wesentlich hakeliger. Genau, weil ich meine, ich bin ja damals deinen F900 schon gefahren, ja, und ich fand den Quickshifter immer so ein bisschen, ja, mit mehr Aggressivität. Und jetzt finde ich den richtig entspannt. Also richtig. Deswegen, ich will gar nicht viel drücken. Deswegen empfehle ich halt auch vielen Leuten, die Schaltprobleme haben und das halt nicht stört, wenn das Steuergerät gemappt ist, ja, halt einfach nur für das Schalten echt dieses Mapping. Das heißt, du hast jetzt gerade auch fahrwerksmäßig sehr hart eingestellt. Ja, merkt man, aber ich meine, das ist jetzt ja auch, finde ich, ein Bike, was mehr Richtung Sport angelehnt ist. Definitiv. Dann darf es auch mal härter sein, weißt du? Ja, die kommt schon hoch, aber ist noch ein ganz anderes Gefühl als die bei der XSR. Aber man merkt, die will eher nach vorne preschen, sag ich mal, als jetzt in Wheelie reinknallen, weißt du? Ja, das stimmt. Also du kriegst nicht diese Rücklage wie bei der XSR, dass sie in Wheelie will, sondern die will eher so, ah, ich will jetzt mehr, ich will Kilometer machen, weißt du? Also die Abstimmung von der F900 ist schon sehr so auch darauf angelehnt, dass sie halt auch kurvenwillig ist. Also man merkt, die ist so federleicht in der Führung, sag ich mal. Also ja, ich kann hier die super leicht mit einer Hand halt hin und her drücken. Also richtig entspannt ist, einfach nur den Lenker so ein bisschen drücken halt. Und wie viel wiegt die Karre? 210 vollgetankt. Boah, 210 ist schon, das sind glaube ich 20, 30 Kilo mehr als die XSR. Aber ich finde das sehr, sehr vergleichbar leicht, also von der Führung her, weißt du? Ja, also ich finde es überhaupt stimmt, nicht viel schwerer oder so. Boah, wie die in die Kurve geht. Das ist halt auch brutal geil. Du kannst einfach Vollgas halten. Ja. Und halt schalten, Alter. Das ist halt so krass. Boah, Junge. Boah.
Das ging ja mal so schnell. Ja, das ist halt das, ne? Also, das ist halt echt geil. Du kannst halt einfach voll durchladen. Ne? Ja, aber ich finde, die Leistung ist so kontrollierbar, finde ich. Ja. Also, die ist so schön linear irgendwie. Und du gibst zwar Gas und auch echt viel, aber es ist nie so, dass es einmal so bam dich wegkickt, sondern es ist halt wirklich angenehme Leistungsentfaltung. Jetzt schauen wir mal Kurvenverhalten hier. Boah, die legt sich so schön rein, Alter. Mega angenehm, ehrlich. Boah. Ah ja, doch. Ich komme auch mit deiner XSR jetzt rein, Alter. Das. Boah, Junge. Da hast du ein richtig gutes Gefühl schon von. Also erste Fahrt schon ein richtig gutes Gefühl in der Kurve. Ja. Weil die irgendwie so richtig stabil drinnen liegt irgendwie. Also. Ja, du hast keinen Wobbel, nix, ne? Ja, das ist. Echt, die liegt richtig schön drin einfach. Und auch richtig stabil und du merkst halt echt, der Grip ist richtig schön. Boah, ich muss auch sagen, dein Boah, nächstes und der Quickshift, der macht so Spaß nach der Kurve. Nee, aber ich fühle mich so richtig sicher auch in der Kurve mit dem Bike. Weil du kennst es vielleicht, es gibt manche Bikes irgendwie, da legst du in die Kurve und du hast so ein mulmiges Gefühl. Ja. Und bei der ist das irgendwie so, es ist sau angenehm. Du hast irgendwie gar keine Wackler, nix. Das fühlt sich richtig stabil an. Und auch so Huckler nimmt er richtig schön weg. Also ich finde es mega angenehm, ehrlich. Vor allem finde ich auch richtig geil bei der F900, jetzt durch den 190er, hast du halt nochmal eine etwas krassere Auflagefläche, ja. Was dir nochmal sehr viel mehr Stabilität bringt. Ja, das kann da echt sein, dass der 190er da viel ausmacht. Ja Leute, an der Stelle würde ich sagen, beende ich den Vlog, war richtig lustig noch. Philo Limits hat gerade noch ein bisschen Wheelies ausprobiert mit meiner Karre und ging gut ab, ging richtig gut ab. ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt seinen Kanal aus, ne? Da gibt es richtig viel Content zur F900 und zu den ganzen Umbauten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.